gar keinen angezündet. Da haben wir ja mal wieder eine echte Räuberpistole von der NPD aufgetischt bekommen. Nur sitzen wir leider nicht abends am beschaulichen Lagerfeuer zum Zeitvertreib, um uns unglaubliche und haarsträubende Geschichten anzuhören, die eigentlich nur Kinder und Leichtgläubige glauben, sondern wir sitzen hier im Landtag und müssen uns daher zeitverschwenderisch mit diesem politischen Unfug, den uns die NPD leider regelmäßig präsentiert, beschäftigen. Zunächst einmal muss ich feststellen, dass der Antrag von Fehlern nur so strotzt und daher selbst von der NPD eigentlich aus formalen Gründen abgelehnt werden müsste. In den ersten vier Zeilen des Antrags finde ich allein drei Fehler. Nee, das sind schon bedeutendere Fehler. Das wird die NPD nicht überraschen, weil sie hohe Fehlerquoten sicherlich seit ihrer Schulzeit kennt. Aber für eine Fraktion, die staatliche Millionenförderung bekommt, sind drei Fehler in vier Zeilen schon ziemlich peinlich. Wobei, in der Tat, ich muss mich korrigieren, Peinlichkeit setzt ein funktionierendes Werte- und Normverständnis voraus. Das können wir bei der NPD nicht voraussetzen, also sind diese Fehler für die NPD nicht peinlich, sondern vor allem lächerlich. Schauen wir uns also das Chaos mal an. Der 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag soll also entsprechend § 15 fristgerecht gekündigt werden. Nun ja, leider hat der Rundfunkänderungsstaatsvertrag gar keinen § 15. Der Staatsvertrag hat nämlich nur 7 Artikel und unterschiedlichste Kündigungsfristen. Ich glaube, Sie haben das gesamte Vertragswerk überhaupt nicht verstanden. Der im 15. Rundfunkstaatsvertrag enthaltene Rundfunkbeitragsstaatsvertrag hat tatsächlich einen § 15. Den meinen Sie vermutlich. Das steht hier aber nicht im Antrag. Das ist also reine Spekulation von mir. Wenn der Landtag nun in der Überschrift des NPD-Antrags aufgefordert wird, den Rundfunkänderungsvertrag aufzukündigen, die NPD aber im Antrag selbst nur die Aufkündigung des Beitragsstaatsvertrags fordert, dann sehe ich da zumindest einen unlösbaren Widerspruch. Der Rundfunkstaatsvertrag kann im Übrigen nur nach § 62 ganz oder eben gemäß mehrerer Einzelnormen im Änderungsvertrag teilweise gekündigt werden. Der ganze Antrag, wie er uns vorliegt, funktioniert so also nicht. Das war aber, wie gesagt, nur der erste Fehler. Der zweite Fehler ist die Behauptung, dass der Rundfunkänderungsstaatsvertrag Anfang des Jahres in Kraft getreten sei. Das ist eine Marginalie, aber ich möchte sie erwähnen. Das ist auch falsch. Es gibt mehrere Inkrafttretungstermine von unterschiedlichen Teilen des Gesamtvertrages. Sie haben, wie gesagt, meines Erachtens das ganze Vertragswerk nicht verstanden. Und nach Ihrem fehlerstrotzenden Drei-Zeilen-Antrag kommen wir zur ersten Zeile Ihrer Begründung. Was lesen wir da? Aha, die Neuregelung führe zu keiner Entlastung der Gebührenzahler. Und so, der Satz ist insofern falsch, weil es keine Gebührenzahler mehr gibt. Die heißen nämlich jetzt Beitragszahler. Ich glaube, das sollte bei Ihnen auch angekommen sein. Und die bezahlen 17,98 Euro pro Monat. Im Übrigen zahlen 90% aller Bürgerinnen und Bürger nach der Umstellung vom Gebührenmodell auf das Beitragsmodell genauso viel oder wenig wie vorher. Und gestatten Sie mir die persönliche Bemerkung, dass ich den Beitrag in Höhe von 17,98 Euro nicht für unangemessen hochhalte. Das Monatsabo der Bild-Zeitung kostet zum Beispiel genauso viel, nämlich 17,90 Euro. Die regionalen Zeitungen kosten sogar monatlich mehr als der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wer sich das Sport- und Filmpaket vom Bezahlfernsehsender Sky in HD bestellt, bezahlt knapp 40 Euro im Monat. Der Amazon-Videoverleih kostet einer vergleichbaren Flatrate exakt das gleiche wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Allerdings, das muss ich hier anmerken, bietet uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk meiner Meinung nach weit mehr als Sky oder der Videoverleih von Amazon. Meine Damen und Herren von den demokratischen Fraktionen, uns ist allen bewusst, warum die NPD heute diesen Antrag stellt. Es geht ihnen schlicht darum, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als wichtigen Bestandteil der Pressefreiheit und der vierten Gewalt im Staat abzuschaffen. Es geht der NPD darum, kritische Stimmen gegen ihre volksverhetzende Politik mundtot zu machen. Das wird deutlich, wenn man sich die restlichen räuberpistolenartigen Sätze der Begründung ansieht. Da wird mit Verleumdungen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehetzt, dass es einem kalt den Rücken herunterläuft. Sogar von einem Medienmonster wird gesprochen. Ich frage mich allerdings, ob die NPD ihre eigenen scheinbar hohen Maßstäbe auch auf sich selbst oder nur auf andere anwendet. Vetternwirtschaft, Betrug und Veruntreuung sind auch schon bei der NPD nachgewiesen worden. Konsequenterweise müsse die NPD nun auch von sich als Parteimonster sprechen und sich am besten gleich selbst abschaffen. Schon allein deshalb, weil Mitglieder der NPD nachgewiesene Gewalttäter und Volksverhetzer sind, meine Damen und Herren. Alles Straftaten, denen sich dagegen der öffentlich-rechtliche Rundfunk zumindest als solches noch nicht verdächtig gemacht hat.
Also warnen wir doch bitte die Relation, wenn die NPD mit moralischen Anforderungen und Maßstäben daherkommt, soll sie doch bitte zuvor ihren eigenen Sauhaufen aufräumen. Alles andere ist meiner Meinung nach heuchlerisch und scheinheilig. Was ist denn nun aber eigentlich das Ziel der NPD in der Medienlandschaft? Wieder Zustände zu schaffen wie im Dritten Reich? Das lehne ich dankend ab. Und zwar nicht nur, weil im Radio nur langweiliger Propagandamist durch Volksempfänger und Goebbels-Schnauze schalte, sondern weil der Rundfunk damals im Verhältnis zu heute noch viel teurer war. Der Reichsempfänger mit seinen drei Knöpfen kostete um die 70 Reichsmark. Das entspricht heute etwa 350 Euro. Wer gäbe heute noch 350 Euro für einen krächzenden Bakelitkasten mit drei Knöpfen aus? Ab 1940 gab es dann auch nur noch zwei Radiosender zu empfangen und man musste dafür 2 Reichsmark monatliche Rundfunkgebühr zahlen, also umgerechnet 9,50 Euro monatlich. Hallo, 9,50 Euro für 2 langweilige Radiosender? Dann müssten wir ja für das heutige breite und vielfältige öffentlich-rechtliche Senderangebot etwa 150 Euro im Monat zahlen in dieser Relation. Da sind wir doch alle froh, dass diese Zeiten endgültig vorbei sind. Doch ich musste leider noch viel mehr lesen. Und jetzt kommt das ganz Dicke für alle Dritte Reichssympathisanten. Von den 2 Reichsmark monatlich kamen nämlich nur 38 Pfennig beim Rundfunk wirklich an. Den Rest setzte das Propagandaministerium für rundfunkfremde Leistungen ein. Über 80% des damaligen Rundfunkbeitrags wurden von Goebbels und seinen Konsorten zweckentfremdet. Unvorstellbar, da müssten Sie sich ja eigentlich mal darüber empören. 80% zweckentfremdet. Das ist heute nicht mehr vorstellbar. Also wenn das die Alternative sein soll, die uns die NPD da nahelegt, bloß nicht, das sind wirklich Räubermethoden und wir erkennen an diesem Beispiel sehr gut, wie anständig unsere Zeiten eigentlich sind. Meine Damen und Herren, zurück zum Ernst der Sache. Natürlich gibt es auch noch Probleme mit unserem heutigen Rundfunkbeitrag. Unbenommen. Aber ein großer Teil der Probleme wurde bereits gelöst und so gibt es für sozial benachteiligte Menschen in unserem Land eine ganze Reihe von Befreiungen vom Rundfunkbeitrag, die es früher so nicht gab. Aber es gibt selbstverständlich, das hatte ich schon eingeräumt, auch weiterhin ungelöste Probleme. Die brauchen wir auch nicht wegzudiskutieren. Doch unser politisches System hält zur Lösung dieser Probleme sehr gute Mechanismen zur Verfügung, um eben Gesetze zu korrigieren und Probleme zu lösen. Zum Beispiel konnte ich im aktuellen Monatsheft der Überblick des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern lesen, dass die Spitzenverbände der Kommunen bereits im intensiven Gespräch mit den Rundfunkanstalten und den Staatskanzleien stehen. Und ich konnte lesen, dass sie auf einem guten Weg sind, in Zukunft in etwa die gleiche Höhe der Beiträge und Beträge zu zahlen, wie sie früher Gebühren bezahlt haben. Auch etwaigen Auseinandersetzungen vor dem Bundesverfassungsgericht sehe ich als Demokrat gelassen entgegen, weil solche Auseinandersetzungen zu unserer Demokratie nun einmal dazugehören. Sie sind nicht schädlich, sondern gut, weil sie zur Rechtssicherheit beitragen. Ich hätte mir solche Korrektive, also freie Gerichte, in anderen Zeiten der deutschen Geschichte gerne gewünscht. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne halte ich den ganzen vorliegenden Antrag der NPD, der nur so vor Fehlern strotzt und Maßstäbe ansetzt, die vor allem die NPD selbst nicht erfüllt, für absolut überflüssig und kontraproduktiv. Jeden einzelnen Satz, jedes vergiftete Wort. Deswegen können die demokratischen Fraktionen wiederholt begründet sowie mit bestem Wissen und Gewissen den Antrag als getarnte Räuberpistole ablehnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Saalfeld, ich weise Ihre Äußerungen zurück und erteile Ihnen einen Ordnungsruf.